Super, so, wir sind live. Es ist mal wieder Wine on Wednesday, es ist Mittwoch. Kurz mal dranbleiben, ich erkläre nochmal ganz kurz was zu der Weinprobe, die wir letzte Woche angekündigt haben, beziehungsweise am Sonntag. Und zwar ist es so, dass wir uns unsere Top 6 Weine, die wir bisher vorgestellt haben, rausgesucht haben und die als Weinprobe quasi verkosten. Das heißt, ihr könnt uns einfach eine Nachricht schreiben, dann kriegt ihr das Paket. Mit eurer Adresse eine Nachricht am besten, dann kriegt ihr das Paket heimgeliefert und dann können wir zusammen eine Weinprobe machen. Der Matze und ich freuen uns schon riesig drauf. Genau, deswegen schreibt uns einfach, dann machen wir das aus. So, zum heutigen Thema, zum Gast. Es ist schön, dass wir hier sein können. Wir sind im wunderschönen Bechtheim. Und zwar bin ich hier mit dem Johannes Geil Bierschenk. Richtig ausgesprochen? Richtig ausgesprochen. Keine Fehler. Super. Okay. Genau, und du bist hier, also Weingut Geil aus Bechtheim, ist vielen ein Begriff, die es noch nicht kennen, haben es jetzt gehört. Willst du gerade mal was zu dir, deiner Person, deinem Weingut sagen? Ja, gerne. Das Weingut Geil in Bechtheim, Weingut Ökonomierat Johann Geil, weil es gibt mehrere Weingüter mit dem Namen Geil in Rheinhessen, ja. 5 oder 6. Und das können viele nicht glauben, wenn sie sagen, okay, es war ein Geil, das kann es nur einmal geben. Es gibt es tatsächlich halt 5, 6 Mal, aber wir sind die Geilsten. Also, nein, es war ein Geil in Bechtheim. Wir bewirtschaften 35 Hektar Reben in und um Bechtheim. Schwerpunkt Riesling, Weißburgunder, Spätburgunder und Frühburgunder. Das ist das, was wir hauptsächlich machen. Wir haben noch ein bisschen von dem und ein bisschen von dem anderen haben wir auch noch. Aber im Großen und Ganzen ist das unser Schwerpunkt, den wir machen. Da hast du gerade direkt die erste Frage aufgeworfen. Ökonomierat. Was ist das? Wie kommt man zu diesem Titel? Also der Ökonomierat ist ein Ehrentitel, der vergeben wurde und wieder vergeben wird für Verdienste in der Landwirtschaft. Okay. Unser Name ist Geil Bierschenk. Mein Großvater wurde von der Familie Geil adoptiert. Deswegen der Doppelname. Okay. Und der Gründer des Weinguts war der Johann Geil, der 1916 damals vom Großherzog zu Hessen bei Rhein zum Ökonomierat ernannt wurde. Oh, das heißt, da wir, also mein Großvater eigentlich Bierschenk hieß, führen wir das Weingut des Ökonomierats weiter. Okay. Daher kommt dann auch dieser Titel und... Genau. Den Martin nehmen wir was her. Also ich hätte ihn auch gerne. Das ist nicht mein Titel, sondern das ist der Titel von dem Ökonomierat, sondern das Weingut heißt halt, das heißt halt so, weil... Heißt wie der Gründer. Wie so. Der Gründer, ja. Genau. Ja. Weil Bierschenk ging nicht so gut. Aber geiles. Aber geiles, geil. Geiles okay. Da kann man nichts sagen. Man gewöhnt sich dran. Und du hast jetzt gerade auch schon das nächste angesprochen, die Gründung des Weinguts. Und es hat ja auch viel Geschichte. Darüber liest man tatsächlich hier und da mal. Und man erfährt es auch von den Leuten, wenn man hier einfach mal ein bisschen nachfragt. Ihr wart eines der ersten Weingüter, die Wein auf die Flasche gezogen haben. Ältester Wein im Keller ist von 1911. Oh, okay. Habe ich leider noch nicht probieren dürfen. Aber das waren tatsächlich die ersten. Waren die ältesten Flaschen, die wir im Keller haben. Wir haben sogar noch Etiketten. Mit einem 1911er Bechtheimer Riesling, wo wir quasi beim Thema sind. Ja, nee, krass. Genau, super Überleitung beim Thema Bechtheimer Riesling. Du hast uns hier Bechtheimer Riesling S mitgebracht. Genau, genau. Aus dem 220. Das ist ein 220er Bechtheimer Riesling, der aus den traditionellen Weinbergslagen Bechtheims kommt, sprich Geiersberg, Rosengarten, Hasensprung. Und dort von den älteren Weinbergen, die mindestens 15 Jahre alt sind, etabliertes Wurzelsystem, zum Teil sind sie 30, über 30 Jahre alt. Und die sind in diesem Ortsriesling. Das ist quasi das sind die Kernlage des Ortes, wo auch schon vor ganz, ganz langer Zeit Riesling standen. Es gibt ja, wenn das nicht so viel ist, eine Verordnung aus dem Jahre 1780. Die besagt, dass in Bechtheim nur 2 Rebsorten zum Anbau zugelassen waren. Das ist der Riesling und Gewürztraminer. Das heißt, Riesling ist bei uns schon immer wichtig gewesen und bei uns im Betrieb eh. Also wir haben 35% Riesling und weil Riesling einfach geil ist. Ja, Riesling ist auch eine Rebsorte, die bei vielen Bechtheimer Weingütern und scheinbar auch hier ganz oben steht. Und absolut. Deswegen bin ich sehr gespannt auf den Wein. Sollen wir mal probieren? Am liebsten. Gerne. So. Danke.
Jetzt habe ich auch direkt eine Frage, die sich ein bisschen mit dem Ausbau des Weins beschäftigt. Und zwar konnte man bei euch auf Instagram verfolgen, ihr habt einen neuen Barrique-Keller. Richtig, richtig. Genau, wir haben einen neuen Barrique-Keller gebaut, beziehungsweise in was Altes in den Keller reingebaut. Aber der ist tatsächlich nicht im Barrique ausgebaut, sondern der ist im Edelstahl ausgebaut. Ah, okay. Das ist reines Edelstahl. Yeah. Wir arbeiten dran. Wir haben jetzt auch ein paar Holzfässer gekauft wieder. Das wird in Zukunft auch im Holz ausgebaut, aber die brauchen noch ein paar Jahre. Da ist noch ein paar Jahre weiß. Der ganze Wein oder Partien? Immer nur Partien. Also wir lesen jede Parzelle extra, bauen sie extra aus. Teilweise haben wir auch mehrere Lesegänge pro Weinberg, bauen die extra separat aus. Ein Teil ist spontan vergoren, ein Teil ist mit Hefen. Ja, rein zu Hefen, aber ungefähr 50-50 haben wir das aufgeteilt und bauen alles extra aus und schauen, dass wir das hinterher zusammenfügen. Wie die Partien sich entwickeln und dann wird probiert. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass jeder Weinberg andere Reifepunkte, andere Dinge hat, die wichtig sind. Wir versuchen da individuell drauf einzugehen. Der eine Weinberg passt mehr zu dem, der andere Weinberg passt mehr zu was anderem. Und das wird hinterher dann wieder zusammengefügt und das machen wir dann das Cuvée für den Bechtel Riesling. Interessant. Absolut. So, zum Wohl. Prost. Oh, wie schön. Ja, toll in jedem Fall. Gefällt mir, ist auch in jedem Fall vielseitig in der Frucht, das finde ich schön. Und was auch vielleicht interessant ist für viele Leute, die immer sagen, Riesling, das ist mir so arg sauer und so, ich finde, die Säure ist nicht so extrem. Nein, die Säure kann auch nicht. Also das sind tatsächlich echt geile Trauben. Wir haben im Prinzip geht das schon in Richtung Lage. Die Lagenweine sind unsere Top-Parzellen, die quasi aber nebendran stehen, die im Ertrag auch teilweise gar nicht so viel niedriger sind. Mhm. Das heißt, wir haben hier unheimlich viel Saftigkeit, Struktur, Fülle, Mineralität, die Säure gut abpuffert. Ja. Es ist bewusst trocken, es hat 3 Gramm Restzucker und die Säure ist absolut gut eingebunden. Und das ist eigentlich ein super Essensbegleiter. Für uns ist die Ortsweinebene der erste Schritt ins Terroir, ja. Sodass wir da wirklich auch schon zeigen, was wir können. Und im Prinzip ist es oftmals sogar die geilere Sache, weil du einfach noch ein bisschen mehr Trinklichkeit hast. So ein bisschen mehr Easy Drinking. Also Easy Drinking ist es nicht. Nein, Easy Drinking haben wir beim Gutswein, klar. Genau, nee. Also ist beim Gutswein. Das heißt, ich habe ja schon ein bisschen Anspruch. Ja. Aber ich habe auch noch Spaß, 2-3 Gläser zu trinken. Ja. Das ist doch was, das ist ja das Geile. Das ist nicht Riesling, zu komplex. Nee, und Riesling macht nicht satt. Das ist was, wo du halt immer trinkst und es macht nicht müde. Ja, das ist das Schöne. Das stimmt es auch. Es hat keine prägnante Säure, es hat eine perfekt abgestimmte Säure, die sich super einbindet, die einfach Lust auf mehr macht, ohne satt zu machen, ohne müde zu machen. Das finde ich einfach mega. Also das ist einer meiner Lieblingsweine jedes Jahr, weil da kommt man halt auch richtig geile Trauben rein. Das riecht man, das schmeckt man, das ist absolut so. Ist da auch eine Partie spontan vergoren? Die Hälfte. Mehr als die Hälfte okay. Spontan vergoren. Ja. Und der Rest rein zu Hefe haben wir immer so ein bisschen als Sicherheitsaspekt. Natürlich. Weil trocken draufsteht und das soll tatsächlich halt auch jedes Jahr möglichst trocken werden. Ja. Nee, aber schmeckt man und zahlt sich aus, die ganze Mühe, finde ich. Ich kenne allerdings deine Mühe nicht. Kann auch sein, dass du sagst, die Scheiße, jedes Jahr. Nein, es ist jedes Jahr, wir versuchen jedes Jahr tatsächlich das so gut zu machen, wie wir es irgendwie können. Das heißt, auf den Punkt zu lesen. Es ist dann, wir gehen 5-mal durch die Weinberge, schauen, wie ist der Reifezustand. Wir wollen es nicht überreif haben, wir wollen es aber auch nicht unreif haben. Wir wollen es auf dem richtigen Punkt haben, dass wir halt auch diese Saftigkeit bekommen. Der Alkohol nicht so hoch geht, aber halt auch die Reife soll da sein. Wobei wir hier in Bechtern reifetechnisch eigentlich in der Region noch kein Problem haben. Wir sind relativ früh im Vergleich zu anderen.
Das heißt, gehst du einfach in den Herbst oder wie früh? Nein, aber wir sind tatsächlich, wenn man jetzt das mit Westhofen vergleicht, sind wir teilweise eine Woche früher. Okay. Also das macht schon auch, der Geierstag ist doch deutlich früher als die Westhofener Laden. Im Morgenstand so eine Woche später, denke ich. Okay. Und das ist auf die Distanz schon relativ viel, was man das mit sich hat. Das zieht den Herbst auch ein bisschen, aber das sorgt dafür, dass man sich um jede Parzelle mehr und intensiver. Also, wir haben tatsächlich, zieht den Herbst nur bedingt, weil halt alles andere halt auch relativ früh ist. Also, man fängt relativ früh an. Ja. Wir haben tatsächlich auch spätere Lagen, die ein bisschen höher sind, Hasensprung, Richtung Hessloch hinten raus. Da wird es kühler, da lesen wir später. Das brauchen wir auch, damit man halt nicht, da kannst du halt alles auf einmal lesen, das geht nicht. Vor allem, wenn du halt relativ viel von einer Rebsorte hast, da hast du dann schon, dann, wenn Riesling gelesen wird, dann wird auch Riesling gelesen. Da gibt es nicht auch mal schauen wir mal so, da wird auch fest gelesen, weil wir tatsächlich auch alles am richtigen Punkt lesen wollen. Mhm. Super. Wenn jemand Fragen hat, ich sag's dir jedes Mal, ich komme mir irgendwie ein bisschen blöd vor. Ne? Wenn jemand Fragen hat, irgendwas dazu sagen möchte, Kommentare, schreibt's gern. Der Matze meldet sich, der liest's vor. Matze, wenn schon was ist, darfst du es gern auch reinwerfen. Nee, noch nicht, okay. Vielleicht fällt euch ja noch etwas ein, was ihr loswerden wollt oder was ihr wissen wollt. Ich mache in der Zeit mal mit meinem Fragenkatalog weiter. Ich habe nämlich auch gesehen, ihr seid normalerweise auf der Pro-Wein, auf der Weinstyle, auf der Berliner Weinmesse und. Ihr seid auch bei Maxime Herkunft, ihr werdet dann auch da auf der Messe gewesen. Jetzt fällt das alles aus. Wo findet man euch denn als nächstes? Passiert überhaupt was oder muss man in Man muss kommen? Tatsächlich muss man bis nächstes Jahr warten. Also wir haben, das ist so jetzt, dass wir hoffen, dass wir jetzt vor Weihnachten, nach der Ernte wieder auf Hausmessen gehen können, dass die wieder stattfinden. Und da findet man uns aber ansonsten erst wieder nächstes Jahr zur Probein. Beziehungsweise wir hoffen, dass wir nächstes Jahr mit Maxime tatsächlich unsere Maxime Open starten können. Ja. Wir haben schon seit 2 Jahren dafür planen und jedes Jahr denken, boah, hat jetzt nicht geklappt. Aber das wird tatsächlich was, wo man uns auf jeden Fall finden wird. Okay, also Maxime nächstes Jahr und auch Probein bei Düsseldorf wieder nächstes Jahr. Und ansonsten einfach vorbeikommen hier, oder? Also einfach Weinproben. Wir machen Weinproben, am besten kurz vorher anrufen, dass wir schon die Flasche schön kalt legen können, kurz Bescheid sagen. Aber ansonsten sind wir in den Öffnungszeiten eigentlich immer da, jederzeit. Und ich muss sagen, lohnt sich. Also ich würde mal vorbeikommen. Auch nochmal. Genau. So, da seid ihr unglaublich aktiv, ihr seid noch weiter aktiv und zwar Message in the Bottle mäßig. Ihr seid Gründungsmitglied von Message in the Bottle. Wir sind Gründungsmitglied von Message in the Bottle, das stimmt. Bei Maxime waren wir auch dabei. Ja. Ich bin sogar derzeit im Vorstand von Maxime. Okay. Und sehen das schon ein bisschen als wichtigen Punkt, dass wir für die Region uns engagieren. Wir wollen Struktur für die Region, wir hätten ganz gerne werden wir ein Leitbild für die Region. Maxime hat mittlerweile fast 100 Betriebe und bis auf wenige Ausnahmen haben wir im Prinzip die besten Betriebe der Region. Das heißt, wir bilden Rheinhessen perfekt ab, versuchen uns auch politisch einzubringen in die Diskussion. Wir sind im Vorstand der Schutzgemeinschaft, sind im Weimarverband im Austausch, weil wir glauben, dass wir tatsächlich als Region zukünftig nur dann stark sein können, wenn wir halt auch gemeinsam an einem Strang ziehen. Deshalb ist es nicht nur, wir versuchen tatsächlich auch, wir haben mit unseren Mitgliedern ein Konvent eigentlich jedes Jahr, wo wir auch verschiedene Themen aufbringen, wo wir uns Fachthemen widmen, über Weinstilistiken, wie schmecken gute Spätburgunder, welche Strömungen gibt es da, dass wir auch im Prinzip als Region auch auf einem Wissensniveau sind, um uns dann auch gut, dass es gute Wein gibt. Der Endeffekt ist es so, wenn mein Nachbar viel Wein verkauft, ist das super, weil wenn der das kann, kann ich das auch. Und das ist einfach das, was wir bei Message gelernt haben, dass es dann, wenn man zusammenarbeitet, viel, viel besser funktioniert, als wenn man jeder vor sich hin selbst da was macht.
Zusammenarbeit, gerade weil wir doch, wir sind kleine Betriebe, Wissensaustausch bringt alle weiter. Ja, Matze. Ja, alles gut. Ich wollte dich gerade gerne. Du warst fertig und ich. Ich trinke nochmal, ja? Ich trinke mit. In jedem Fall wichtig, die Region zu entwickeln, auch einfach, weil irgendwann auch für internationale Kunden Rheinhessen eine Marke wird und schon ist. Ist es schon. Also Rheinhessen hat ja in den letzten 20 Jahren einen Megalauf gehabt. Steht mittlerweile in so vielen Regalen. Es gibt so viele tolle Weine, die hier gemacht wurden, die international ganz vorne dabei sind. Und das ist im Prinzip, Qualität ist unser Weg. Das ist unsere einzige Möglichkeit, wir sagen, okay, wir müssen uns qualitativ abheben, auch von den anderen Regionen. Wir müssen so dynamisch bleiben, wie wir waren, und dann zusammen an einem Strang ziehen, und dann kann es eigentlich nur gut werden. Geht gar nicht anders. So ist es. Matze, das hat sich wer gemeldet? Ja, hier wurde gefragt, was für euch der beste Wein ist, den ihr dieses Jahr getrunken habt. Ich verstehe nicht so ganz, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Es gibt aber den besten Wein, gibt's glücklicherweise nicht. Es gibt so viele geile Weine, und wir versuchen möglichst so viele Sachen, verschiedene Sachen zu probieren. Es gibt Momente, wo ein Wein gut passt, aber es gibt auch so viele Momente, wo er nicht passt. Das heißt, es gibt den einen Wein nicht. Und das ist gut so. Es gibt ganz, ganz viele Sachen zu entdecken. Das ist ja das Geile beim Wein, dass wir tatsächlich für jede Gelegenheit einen anderen Wein brauchen. Das heißt, wir brauchen große Weinkeller, zumindest so ein bisschen Variation im Weinkeller, wo wir probieren können und schauen können, und für jede Gelegenheit auch was im Regal haben. Absolut. Also ich kann dem Ganzen nur zustimmen. Wir sind, falls die Frage auf Wine on Wednesday bezogen wurde, unterwegs und treffen einen tollen Winzer und eine tolle Winzerin und ein tolles Produkt nach dem anderen. Und sind mega glücklich mit unserem Projekt soweit. Der eine Wein kann man nie sagen, selbst wenn man 10 außergewöhnliche Weine probiert hat, sind es 10 außergewöhnliche Weine und nicht einer. 6, die ich empfehlen kann, sind in unserem Weinpaket enthalten. Genau, schaut doch einfach mal bei unserem letzten Instagram-Post, da haben wir unsere Weinprobe für den 11.9. so rum angekündigt. Da sind 6, die wir sehr empfehlen können. Wir können leider zum Teil Wein nicht mehr reinpacken, wie hier jetzt, die wir schon probiert haben, weil es dafür zu spät ist. Aber es wird sicher die Gelegenheit geben. Und wenn nicht, kommt einfach mal selber vorbei beim Weingut Geil. Bechtheim. Ich werde es auch nochmal verlinken, das Weingut. Wir machen auch nochmal einen Post im Nachgang. Da wird man auch über die Instagram-Seite natürlich eure Adresse finden. Man findet es, wenn man es googelt, Ökonomierat Johann Geil in Bechtheim. Hervorragender Riesling und hervorragender Winzer, der uns super hier Frage, Rede und Antwort steht. Ansonsten waren noch Fragen? Ansonsten würde ich sagen, wir haben es auch schon. Also ich hätte jetzt keine Fragen mehr auf dem Zettel. Möchtest du noch irgendwas? Ist alles gut, alles entspannt. War schön, dass ihr da seid, dass ihr da wart, dass man den Wein probiert hat. Ganz ehrlich, ich habe die Weinbranche braucht tatsächlich auch ein bisschen mehr Formate wie das. Junge Formate, andere Sachen. Und das ist eigentlich cool. Weil Wein ist mega, mega toll, weil es einfach halt so viele Facetten hat. Es ist nicht langweilig. Es wird nie langweilig. Es gibt immer so viel zu entdecken, so viel Neues. Und viel geile Wein. Ja, und das ist mega. So, auch viel geile Wein, schließen wir an. Danke fürs Zuschauen. Nächste Woche sind wir in Dittelsheim-Hessloch beim Weingut Hungermüller. Schaltet dann auch wieder ein. Bis dahin. Ciao.